Immer wenn ein Spiel mit dem Wort Simulator im Titel erscheint, freuen sich die Kinder und gehen voller Vorfreude auf YouTube, um sich ihren Lieblings-Displayer anzusehen, wie er sich zum Affen macht und übertrieben darstellt, wie schlecht das Spiel doch ist. Tatsächlich sind viele Spiele aus dem Bereich alles andere als gut und meist auch unfertig, aber hin und wieder gibt es Ausnahmen. Bausimulator 2014 für iOS- und Android-Geräte ist zum Beispiel ganz okay. Nicht okay für den GTA-Spieler, nicht okay für den Mario-Spieler, es ist okay für alle, die sich für so eine Art von Spiel interessieren. Fakt ist, keiner aus dem Gametalks-Team ist die Zielgruppe und wenn man sich nicht angesprochen fühlt, tut man sein Bestes, um zumindest die technische Seite zu checken und zu schauen, ob die Kernelemente eines Spiels gut umgesetzt wurden. Und da liegt der gute Bausimulator 2014 gar nicht so falsch. Die Missionen sind gut strukturiert und die Steuerung funktioniert. Ich würde sogar sagen, die Steuerung ist vorbildlich im Vergleich zu vielen PC-Simulatoren. Alle wichtigen Funktionen sind auf dem Bildschirm direkt vorhanden und man muss niemals genervt durch das Handbuch blättern, um etwas zu verstehen. Die Aufgaben variieren fleißig, denn Gott sei Dank lebt ihr in einer Geisterstadt, in der ihr selbst jede Aufgabe übernehmen müsst. Von der spielerischen Seite ist es daher durchaus gelungen und macht vieles besser, was andere Simulatoren so lachhaft machen. Soll natürlich nicht heißen, dass auch dieser Simulator von unterhaltsamen Sachen befreit ist. Denn sobald ihr etwas macht, was der Simulator nicht versucht zu simulieren, passieren natürlich seltsame Sachen. Am häufigsten ist da die Physik schuld. Sachen können nicht umgefahren werden, Autos bremsen von 100 auf 0 unter einer Sekunde und wenn man sich Mühe gibt, wird es wirklich schlimm. Aber wichtig ist, dass das, was der Simulator versucht zu simulieren, auch funktioniert. Und das ist hier gegeben. Die Präsentation kann sich für ein Handyspiel ebenfalls sehen lassen. Ich will sogar behaupten, auf den ersten Blick sieht man nicht, dass es ein Handyspiel ist. Die Unity Engine kommt auch bei diesem Simulator zum Einsatz, aber hier sieht man das Resultat, wenn Leute am Werk sind, die etwas von ihrem Job verstehen. Alle Modelle sind der perfekte Mix aus Performance und Optik. Dadurch ist eine hohe Weitsicht möglich und es fühlt sich wirklich so an, als wenn man durch einen Wohnort fährt. Wie es zu einer Geisterstadt aber gehört, sind weder Menschen unterwegs noch Autos. Na gut, alle 5 Minuten kommt mein Auto vorbeigefahren, aber es fühlt sich alles nicht lebendig an. Richtig nervig waren nur die langen Fahrten von A nach B mit langsamen Fahrmitteln. Aber naja, wer solche Spiele spielt, liebt das vielleicht. Womöglich ist es eines der Kernelemente. Aber wenn ich Verbesserungsvorschläge geben müsste, dann, dass auch Simulatoren sich trauen dürfen, Musik zu verwenden, ebenso wäre es echt toll, etwas mehr Feedback zu haben, wenn man gegen Sachen fährt. In einem Simulator sollte sowas bestraft werden, denn hey, ist eine Simulation, da fährt man nicht gegen Sachen. Und eine Sache direkt an die Entwickler, falls sie das hier sehen, bitte verwendet nicht den NGUI-Standard-Sound für eure Buttons. Alles in allem bin ich zufrieden und reiß mir nicht die Haare aus, wenn ich sehe, dass dieses Spiel auf den Top-Plätzen der Verkaufscharts in diversen Stores ist. Bausimulator 2014 ist ein nettes kleines Spiel, das seine Daseinsberechtigung verdient hat. Und ich hoffe, dass auf diesem System aufgebaut wird und wir nächstes Jahr eine vollends ausgereifte Version sehen, die die letzten Mäkel beseitigt.